Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant und wir machen heute weiter mit der nächsten Aufgabe und das heißt, wir machen uns heute auf den langen Weg nach Blazar. Wir müssen jetzt zum See der Stärke und den habe ich mal ganz kurz angeschnitten in, glaube ich, der vorletzten Folge oder sowas oder vorletzte Folge war es genau, wo wir unser letztes Teammitglied gefangen haben. Wir haben nämlich Schneebedeck jetzt im Team und das ist tatsächlich unser letztes Teammitglied und heute machen wir den Weg komplett und offiziell. Also es ist ein langer Weg, der heute vor uns liegt. Ich glaube nicht, dass wir alles in einer Folge schaffen. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber naja, gucken wir einfach mal. So, alles gut. Erstmal machen wir heute noch Blitzer. Obwohl ich eigentlich noch was machen wollte. Ich wollte eigentlich das Intro dann noch rein, aber das machen wir noch. Weil ich wollte eigentlich die TM13 die legendäre Eisstrahl für Schneebedeck. Aber ich mache jetzt was anderes. Ich werde jetzt gleich mal stören. Entschuldigung. Ich mache jetzt gleich mal einen Schutz rein, damit ich nicht immer wieder auf wilde Pokémon treffe. Das ist sonst ein bisschen sehr nervig, gerade auf dieser langen Route, auf den langen Routen. Schutz. Ich habe jetzt dieses E-Wurst, was wir fangen. Das war schon. Weil dann brauchen wir jetzt nicht ewig und 3 Tage wilde Pokémon. Oder auch wilde Pokémon treffen. So, dann haben wir noch eine. So ist richtig. Jetzt können wir nämlich auflockern einsetzen. Das können wir schon eine ganze Weile, weil das konnten wir schon seit Elises. Achso, bei diesem See möchte ich euch kurz noch was sagen. Falls jemand auf die Idee hat, Milotic ins Team zu nehmen, habt ihr hier rechts diesen See. Ich glaube, da gibt es 3 oder 4 Felder, wo auch Barschwar auftauchen. Ausschließlich nur Barschwar dann auftauchen. Ich habe selber schon ausprobiert. Ich habe selber schon mal privat gespielt bei Pokémon Diamond Pearl und habe Milotic ins Team genommen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. So. Da hilft uns auch den Knust, den ihr bei der Super Wettbewerbshalle bekommt. Da gibt es ja diesen Maxi-Knurst mit dem höchsten Level und alles drum und dran. Ja, den hilft es auch tatsächlich. Weil ihr glaubt, braucht eine Schönheit von 180 oder irgendwie sowas. Und da braucht ihr ganz, ganz gute Knuspe und ansonsten ist es nicht möglich. Nur, dass ihr Bescheid wisst einfach. So, da sind wir auf Route 216 und das ist heute das große Ziel. Die werden wir heute auch komplett erkunden. Da hier größtenteils als Pokémon auftauchen, ist mit Galoppa, glaube ich, die richtige Wahl getroffen. Ich bin ein Asp, ich kann sehen, dass du auch ein Asp bist. Ja, wird schon irgendwie werden. So, Ambitiffel. Wie weit dann geht es mit deinem Briefe? Das ist klar. Ist ja auch eine Eisroute. Habe ich mal kurz angedifft mit Flammen. Wo fahren das überlebt es tatsächlich? Ja, Konfert mit Doppelschlag. Das ist natürlich ein Volltreffer. Ich nutze jetzt tatsächlich ein bisschen aus, dass ich Urlaub auf die Woche, dass ich ein bisschen aufnehmen kann, ein bisschen Vorrat schießen kann, weil der Pokémon ist jetzt. So bleibt doch immer ein bisschen auf der Strecke. Ich mach ja auch Spaß auf Spielen, muss ich sagen. Also da habe ich Schaden. Da Kramux. Ja, Kramux ist das letzte Pokémon. Nee, Kramux, also klar, neben Schneebedeck ist es das letzte Pokémon, das ich entwickeln muss. Aber es dauert halt nicht mehr so lange. Ich weiß, dass es Ding noch dann gibt. Also genau, nicht die richtige Pokémon da gibt es den an der Stelle, und dann ist es nicht mehr so lange. Ich denke, das dauert auch nicht mehr so lange. So, schnitzen wir mal auf ein, schnappen wir uns mal den Stabra. Und Schneebedeck brauchen noch 4 Level. Level 40 entwickelt es sich zu Rex Blizzard. Tut dich jetzt alles aus hier.
Ich muss jetzt da hoch noch den Trainer besiegen. Oder die Trainerin da oben, die muss die Dame mit dir. Immer bereit sein, meine Pflicht gut. Jede Herausforderung annehmen. Das ist die richtige Haltung für einen Trainer. Weil da oben sind noch zwei Trainer, die möchte ich gerne mitnehmen. Ich möchte natürlich jeden einzelnen Trainer mitnehmen. Was haben wir denn hier? Astrina Saskia. Gut, da wäre Schneebedeck vielleicht sogar gar nicht so schlecht gewesen. Galoppa, das dürfte ein bisschen enge werden. Gerade wenn der mit Wasser attacken kommt. Was habe ich denn noch? Jetzt komm, wir setzen mal Schmalhorn an. Ja gut, okay. Nicht effektiv. Das ist immer recht nervig, gerade mit den Hagelkörnern, aber ich setze jetzt gerade auch anders ein. Riskier ist oder riskier ist nicht? Komm, wir probieren es einfach aus. So, wir dürften jetzt nicht von Hagelkörnern getroffen werden. Okay, sicher. Oba, Entorod ist genauso wie immer ein Kaizen. Kannst du Attacken lernen, ist aber Kaizen. Das verwechseln nur einige gerne. Ja, das sollte trotzdem reichen. Und wenn das mal selbst wieder rasiert hat, können wir danach die Rest erledigen. Brauchen wir nicht. Wegrasiert. Bonita ist jetzt die dickbar schlechteste Wahl gegen Schneebedeck. Jetzt soll Schneebedeck gegen Bonita einsetzen, ist sowieso Schwachsinn, weil viermal so viel Feuer aufgrund des Pflanze-Eistyps. Pokémon effektiv Gestein natürlich auf Eis und Eis ist es klar, dass die gegenseitig auch effektiv sind. Ich glaube, sonst haben wir keine, wenn das so zutreffen würde. Also ihr wisst, was ich das meine, ne? Gut, dann haben wir die auch besiegt. Dann gehen wir jetzt gleich da hoch. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich alles komplett schaffen würde. Also nach Blitzach sowieso nicht. Das ist klar. Das wird sonst nicht sehr lange werden. Aber Blitzach ist. Ist noch nicht gut. Da fehlt noch Minimum eine Route. Und wir werden auf der nächsten Route sogar noch eine VM finden. Die letzte, glaube ich. Weiß wie es ist. Die gleich da versteckt ist. So, nehmen wir die nächste als Trainerin hier mal mit. Ich habe voll ausgerüstet. Die ganze Zeit kampfbereit. So. Was haben wir denn hier? Schlappo. Weiter mit dem von Hassbüro. Vielleicht mal eine Idee. Ja, dann killt der nächste, dann kriegt der nächste Flammenwurf. Coole Arbeit. Egal, da ich eine spezielle Arbeit. Level 44. Dann bin ich bald Level 37. Ja, wie gesagt, vielleicht dauert nicht mehr so lange. Und Schneebedeck ist tatsächlich auf ein bestimmtes Pokémon ausgesetzt. Lebt das immer so. Jetzt finden wir erstmal hin. Auch hier oben sind noch Trainer. Noch Blut-Trainer?
Oder so eine Kabel vielleicht. Oder so. Das ist eine Szene. Ich komme nur mit Kraxler hoch, oder? Das kann nicht sein. Ich muss nicht mit dem Kraxler hochkommen. Hier sind noch Minimum 4 Trainer. Die würde ich gerne alle mitnehmen. Dann kann auch sein, dass ich die jetzt. Das ist jetzt doch noch ein anderer Weg gibt. Das ist wirklich spannend. Ernsthaft, ich kann die nur echt mitnehmen, Kraxler? Okay. Fährst du noch Flug? Oder kannst du schon Sprünge ziehen? Naja, bergunter immer meistens Flug. Also ich kann tatsächlich Ski fahren. Also ich war eine Weile her schon. Aber man müsste halt wieder ein bisschen, wenn man ein bisschen wieder auf die Piste geht, und das durchaus kein Problem ist. Ja, aber Ski fahren nicht länger. So. Sneebel. Vom Typ Eis und Licht. So, ach, du hast nur ein Sneebel. Was haben wir hier? Okay, Eis noch hoch. Alles klar. Ach, ja, dann muss ich das leider. Gut, dann müssen wir gleich nochmal zurück. Ich glaube aber nicht, dass ich Kraxler hier schon einsetzen kann. Ich glaube, jetzt noch den nächsten Weg. Du liegst immer zum Pokémon, da habe ich keine Speckschicht, die mich warm hält. Deshalb trage ich mehrere Schichten Kleidung beieinander. Okay, aber hier kommen wir tatsächlich auf hinlegen, oder? Ja. Und das heilt unser Team. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich kämpfe nie zum Spaß, das ist keine Übung. Trainer Kasimir und Patimos. Ist aber ein normales Patimos. Ich hätte ja erwartet, dass es vielleicht. Gut, das wäre zu. Ja, gut, ich wollte jetzt Remix. Das gab es ja noch nicht. Aber ich hätte jetzt vielleicht auf Gala Patimos gekriegt. Das würde mich mit Eisfunde passen. Und. Ach, es ist jetzt ein Vieh, ne? Stimmt, das Vieh ist ja mittlerweile zu viel Vieh. Deswegen trifft auch die Stahlattacke auf den sehr effektiv. Aber ich traue meinem Kramhof zu, dass es das unbedingt ist. Das ist Marschock, ja. 10 Level Unterschied, Typvorteil, auf Wiedersehen mit Marschock. Ayowas! Kann schon Volltreffer. Galoppa, 4. Galoppa nicht drin. Ich überlege gerade, was ich jetzt an welcher Attacke ich angreife. Komm, wir geben natürlich mit Digitalis drauf, weil Kampf vierfach genauso ähnlich wie Feuerball. Schneebedeck. Unlicht, Eis, Eis, Kampf. Weiß das effektiv? Das Nebel auch in einem One-Hit-KO baden gehen. Das war nicht das große Problem. Brauchst du diesen Spiel? Ja, nicht für dich. So. Ich glaube auch nicht, dass es diese Folge ist. Aber hat es nicht. So, die nächste Route ist die Route 217. Vielleicht kriegen wir es doch hin. Das kann auch sein. Diese Kette kann sich mit meinem Feuer, mit dem Feuer in meinem Herzen nicht messen. So, Astrainer Paolo. So, was hast denn du? Ein Raichu. Ein Raichu. Ein Schwalon ist nicht effektiv auf Elektro- und auf Wasser. Okay. Oh, Raichu packt's.
Kangaroo. Ist ja nicht die stärkste Attacke, aber es ist eine garantierte Paralyse. Naja, das will ich sein. Das ist ein Raichu weg. Ramaido Level 42, Militalis Level 44. Was ist denn die Flipper? Ja, ich hab keine Elektromog, aber das geht mir schon wieder. Jetzt hätte ich es wieder gebraucht. Jetzt muss ich überlegen, wie ich es mache. Elektro-Pokémon, das ist ein Wasser-Flug-Pokémon. Dementsprechend wäre vielleicht ein Stein-Pokémon nicht so ein schlechtes Pokémon. Aber das ist ein Tierkraft auch nicht offiziell. Da gibt es Steinkante oder Steinhagel. Ich werde ja auch Erdbeben eigentlich gerne ins Team nehmen. Aber ich, das muss ja das noch nicht zu vollständig wäre, meine und da kommt noch ein bisschen was dazu. Ich gehe mal auf. Ich habe keine Pokémon, das ist eine Gesteinsattacke. Ich bin nicht gestillt, weil Gesteins-Pokémon sollte Flugattacken oder Pokémon packen und der Hagelsturm sollte es eigentlich. Erledigen! Jo. Ich bin nicht überreicht, wenn du das Flipper per Hagelsturm baden. Schneebedeck erreicht jetzt Level 37 und brauchen nur noch 3 Level. So, dann haben wir eine Pota, ist ein Boden-Pokémon, tatsächlich. Da ist ein Wasser-Pokémon auch eine sehr, sehr gute Wahl. Und das werden wir auch tun jetzt. Ach, das ist nur die. Gut, der Sonnensturm ist mir herzlich egal, das ist keine von beiden, weil ich glaube, Stahl-Pokémon. Das ist die Vorentwicklung. Boterus ist die Weiterentwicklung. Die sehen wir dann auch. Hoffentlich noch. Sehen wir, glaube ich, noch in der Pokémon-Liga dann. So. Ich hätte jetzt erwartet, dass du die Weiterentwicklung besitzt. Ich gehe mal kurz nochmal zu der Hütte zurück, wenn ich gerne mein Team im Kampf heilen möchte. Ich sag, ich bin mich irgendwie. Vertinke mich glücklich, einfach nur glücklich. Mikaela mit einem Pokémon. Und zwar einem. Ach cool, ein Schneebedeck. Gut, aber jetzt Gravurks. Auch Galoppa, eine gute Wahl. Ich denke, Galoppa sollte das Pokémon eigentlich so ziemlich ohne Probleme weggrillen. Sehr, sehr deutlich. Vierfach Schwäche ist der Typ. Das sollte keine Chance sein. Das ist halt der große Nachteil bei Schneebedeck, aber wie gesagt, wenn, also auch bei Rexpisa, aber ich glaube, wenn es da mal angreifen darf, kann es ganz, ganz weh, ganz viel wehtun. Du bist ein Ninja. Push! Mich zu decken, voll enorm scharfe Augen. Super. Ich glaube, ich rate schon über Level 35. Jetzt bin ich schon Galoppa, Golbat und Expert haben können. 33 ist. Ich habe privat gespielt, da habe ich nicht schon einen Expert gehabt auf dem Level. Aber egal, das ging schon hin. Den Buckel sollte jetzt nicht mehr. Das letzte Mal, wo ich echt zum Nachdenken war, war bei Lamina. Habe ich eigentlich gedacht, die ist einfacher. Aber
aber wie gesagt, dafür war es mit Hilda und Marinos relativ easy zu erledigen. Kein Problem. Das war das größere Problem als. Tatsächlich riskiere ich es mit Schneebedeck. Und zwar mit Eissturm. Das ist super. Tiefgefehl aber. Ninja-Junge Valentin ist besiegt. So. Gut, ich ziehe mein Schneebedeck wieder nach vorne. Ich guck mal gerade, ob ich eine Eisstärke, Eisverstärkende Dings habe. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Naja, also, nehmen wir den Schießfahrer hier unten mal mit. Halt. Ich zeige dir die Techniken, die man mir in der Skischule eingetrichtert hat. Skifahrer Raimund mit einem Schneebedeck. Ach, wie toll. Guck mal, wir machen das mit Greifung jetzt mit Eiterpflanzen. Weil das wäre nämlich neutral durch den Pflanzentyp. So, mal gucken, wie das so stärkere Pokémon ist. Ich gehe mal auf Blizzard. So Blizzard sollte eigentlich so noch nicht sein. Deswegen habe ich auch Hagelager angedeckt, weil dann ist das Blizzard tatsächlich zu 100% Hagel. Dein Schwebedeck ist. Ja gut, dann werden wir Unterschied eigentlich nicht. Wenn man sie mit 37 und dann mit 34. So, Hinterrock. So, wenn Hinterrock jetzt keine große Überraschung ist, dann passt die hier zum Solarstrahl. Hier sollte der Hagel nichts anhaben. Und doch nicht. Oder Flutung. Ist der Step ohne drin. Du bist dein kleines Arsch. Mit deiner Scheiß-Attacke hast du mir nämlich gerade ein bisschen was rausgenommen. Hast du mich gerade ein bisschen geärgert. Weil ich bin jetzt eigentlich offiziell ein Wasser-Pokémon. Kein Pflanzen-Pokémon mehr. Dementsprechend ist natürlich A, meine Chance weg, dass ich nicht vom Hagel gestorben bin. Also ich werde vom Hagelsturm ebenfalls getroffen. Und es war tatsächlich schwächer, die Solarstrahl. Das hat mir jetzt gerade ein bisschen. Aber gar nicht mal so gut gespielt. Aber trotzdem wieder verliert das. Jetzt mein Pokémon wechseln, sonst ist es gleich vorbei. Das ist ja ganz schön weg. Okay. Also, alles gut, wir kriegen es hin. Wir machen schon. So, ich gehe jetzt auf Galoppa. Weil Galoppa ist mit dem Feuertyp definitiv ein Vorteil. Noch ein Schneebedeck, du hast vier Pokémon. Ich muss gerade noch die Zeit abnehmen, wir müssen gleich Feier machen. So.
Jetzt ist er besiegt. Gott sei Dank. Endlich. Ich kann es nicht fassen. Meine Techniker haben sowas von versagt. So, mein Team noch kurz heilen. Und dann würde ich sagen. Jo, liebe Leute, das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann machen wir uns auf den Weg weiterhin Richtung Blitzer. Bis dahin und tschüss. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Diamant. Wir machen heute weiter und gehen in der Richtung Blitzer. Sammeln dieses Item ein. Das ist erstmal ein Fläschchen Eisen. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, das ist jetzt die VM schon. Die müsste hier auch irgendwo liegen. Nein, es ist die TN7 Hagelsturm. Ich habe den Ninja einfach irgendwie gesehen. Nimm mal bitte. Bevor ich ihn vergesse. Es gibt verschiedene Arten von Ninja. Welcher gehörst du an? Ich habe diese Frage, hat die Koga? Bei Koga ist ein Ninja am Vorderseite? Oder einer seiner Trainer? Weiß auch nicht. Ja. So, Pions Koga. Sein Pokémon. Ist, was kann ich denn eigentlich? Heißt schon. Also ich weiß, was du für ein Typ bist. Ich glaube, Käfergift oder sowas. Der ist ja später zu Käfer und nicht. So, was habe ich jetzt gesehen? Deine Initiative, ne? Das sieht mit dem immer stärker. Das ist das Problem. Aber die Elite für Tiefes gegen diesen Arzt, deswegen bin ich jetzt auf Dings gegangen. Podium Level 35. Ich weiß, dass ein Toxin jetzt immer stärker wird, deswegen muss ich es auch erkennen. Was haben wir denn als nächstes? Räuber. Da wird nicht viel machen können gegen einen Meiler. Ich glaube nicht, dass das Ding irgendwie mega Attack hat. Ich muss mich jetzt irgendwie nerven können. Seid ihr zwar Gigasauber, das wäre natürlich was anderes, aber. So, die Fliegen. Die könnte ich ihm geben, ne? Okay, das ist eine gute Verteidigung stark, aber. Ist jetzt nicht. Wo ich jetzt sagen muss, ich habe Angst. Was denn, was da ist? Was für eine 2 oder was? Angriff, Trigger, die Flinklauer.